Herzlich willkommen zu diesem Kurzvideo zu meiner Videoreihe zu den Windows 11 Grundkompetenzen. Diesmal geht es darum, wie man sich die laufenden Apps, Programme und Hintergrundprozesse anzeigen lassen kann und das mit Hilfe des Task Managers. Im Task Manager kann ich ganz einfach starten mit Hilfe der Tastenkombination Steuerungstaste Alt gedrückt lassen und die Entfernen-Taste. Sie haben in diesem Fenster werden mir dann die Apps angezeigt, die gerade laufen, die Hintergrundprozesse. Ich kann noch weitere Dinge mir anschauen, wie die Leistung gerade meines Prozessors, also meines Computers, und könnte hier auch dann zum Beispiel die Programme, die in meinem Autostartordner laufen, anzeigen lassen. Ich kann Programme auch beenden, indem ich hierher gehe, rechte Maustaste, Task beenden. Und so könnte ich dann Programme, die nicht ordnungsgemäß mehr funktionieren, dann auch dementsprechend beenden. Ja, danke, das war's schon.